Der Knackpunkt des Allgäu-Triathlons ist natürlich die Radstrecke. Gerade als Norddeutscher, wenn man hier im Allgäu ist, die Berge direkt vor der Nase hat, die riesen Herausforderungen, aber auch die riesen Faszinationen. Gleich nach dem Schwimmstart geht es hoch in Ort, den Kalvarienberg hoch. Ich glaube, jeder Triathlet, der schon mal hier am Start war, kriegt eine Gänsehaut, einfach nur, wenn er dran denkt, den Berg hochzufahren. Sausteil, ich finde auch ganz schön lang, aber man fliegt einfach rüber, man kommt oben an, Puls von 200, nicht nur aufgrund der Anstrengung, sondern einfach auch aufgrund der Stimmung, die dort herrscht. Man wird wirklich hochgetragen. Dann ist man am Niedersonthofener See, da kommt dann der lange Anstieg, den man sich gut einteilen sollte. Danach eine rasende Abfahrt, Wendepunktstrecke im Flachen. Und dann geht es eigentlich auch schon wieder zurück zum Alpsee, diese Abfahrt runter mit diesem Blick dahin, wo es angefangen hat und wo es dann halt auch wieder endet. Das ist eine ganz große Herausforderung beim Allgäu-Triathlon. Dieser Wechsel von harten, auch zum Teil langen Anstiegen und dann wieder diese Flachstrecke, wo man halt wirklich das Gefühl hat, man fährt in Schleswig-Holstein oder Hamburg. Einfach nur geradeaus, Konzentration, Aeroposition, dann wartet schon wieder der nächste Anstieg. Natürlich auch die Abfahrten, man sollte sehr konzentriert sein, sollte sich auf hohe Geschwindigkeiten einstellen und man sollte wirklich den Fokus darauf legen, sich dem Rhythmus der Berge anzupassen. Dem Rauf und dem Runter, in den Tälern dann wieder den Druck aufrechtzuerhalten. Also immer eine sehr große Herausforderung, aber dadurch natürlich auch unglaublich kurzweilig, weil man halt einfach mit sehr, sehr viel Fokus an die Sache rangehen kann.